Großer Medienrummel heute Mittag am Eurege-Gymnasium. Die Stadtverwaltung und Schule präsentierten die Containersiedlung. In der werden die Schülerinnen und Schüler unterrichtet, die wegen der bekannten Brandschutzmängel nicht mehr in ihre Klassen zurück können. Direktor Christoph Schultheiß und Elternvertreterin Sarah Konert waren voll des Lobes über das, was die Verwaltung geleistet hat. Ich würde gerne mal sagen, Herr Schultheiß hatte das eingangs gesagt, dass die Stadt hier wirklich sehr viel und Unglaubliches auch geleistet hat in dieser kurzen Zeit. Ich denke, das muss man auch nochmal an die Lehrer und an die Schulleitung weitergeben, weil wirklich ein ganzer Umzug mit allen Räumen, mit allen Klassen, das ist, glaube ich, schon ein enormer Aufwand. Und an dieser Stelle möchte ich auch aus Sicht der Eltern nochmal wirklich ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten aussprechen, weil das wirklich, ich glaube, echt ein Wahnsinnsakt war, den alle da geleistet haben. 230.000 Euro hat der Aufbau der Container gekostet. Ähnlich viel hat die Herrichtung des Geländes verschlungen. Hinzu kommen 55.000 Euro monatlich für die Miete. Daneben wurde viel Geld in neue Technik investiert. Derweil weiß momentan niemand, wie es mit der Schule weitergeht. Und das ist ein Problem, wie SV-Lehrer Sebastian Hülz erklärt. Wir brauchen ganz einfach oder hätten ganz gerne einfach ein Ziel, wofür wir wissen, dass wir arbeiten und damit wir auch dann einfach sagen können, zukünftigen Eltern, kommt zu uns, hier wird so und so laufen. Das wäre einfach schön für uns, damit wir genau wissen, deswegen machen wir gerade diesen großen Berg an Arbeit und stemmen das alles. Es gibt natürlich den Wunsch, dass wir vielleicht eine Art Neubau oder eine Wiederaufrichtung des Mittelgebäudeteils bekommen. Das wäre für uns schon eine sehr, sehr schöne Lösung natürlich. Fachbereichsleiter Benedikt Büttmann erläuterte, warum die Stadt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht festlegen will. Ehe nämlich gebaut und renoviert werden kann, muss erstmal der Schulentwicklungsplan fertiggestellt werden. Ich gehe davon aus, dass wir zum Sommer hin dann entsprechend den Bedarf ermittelt haben, den dann die Gebäudewirtschaft, denke ich dann, wenn das entsprechend beschlossen wird, auch umsetzen kann. Ebenso offen bleibt, wer neben der Baufirma für das Debakel am Eurege-Gymnasium verantwortlich ist. Im Rathaus will so recht niemand nach Schuldigen suchen, obwohl nach Informationen von Medien Bocholt dort einige Mängel bekannt gewesen sein müssen. Ändert sich folglich nichts? Naja, geändert hat sich ja schon einiges, indem das bestehende Team diese Mängel ja aufgedeckt hat, weil dieses bestehende Team in anderen Strukturen arbeitet und auch Mängel offen anspricht. Was glauben Sie, wie schlimm das für uns war, bekannt zu geben, eine Schule schließen zu müssen wegen Baumängel? Aber wir haben das getan, was tun mussten, und wir haben auch diese Mängel entdeckt.